Tiene bastante fibra. El Yacón. Mira, los amigos de Huánuco están de moda. Por todos lados en Lima, huanuqueño y provincia. ¿Qué vende? Tocos. En suelo y en mazamorra. Cuidado, amigos, que hoy la enfermedad del cáncer, cáncer al colon, al hígado, la próstata, tuberculosis, anemia, el acné. Señor, por favor, a mí esas enfermedades son muy conocidas. El cáncer no perdona ni rico ni pobre. Hugo Chávez, presidente de Venezuela, él murió con toda su plata, con todo su dinero. Acá en el Perú, el hijo de Pocho Rospirosi, el dueño de Sixia Vázquez, el dueño de Siva, y muchos amigos, señores, esa enfermedad de reumatismo, artritis, dolores musculares, calambres, oroche, mareo. Mire, señor, cuando usted va a Cusco, usted va a Puno, usted algún día va a Bolivia, Ecuador, Colombia, México, ahí hay alturas, ahí hay cambio de clima, estamos con el fenómeno del Niño, perdón, somos de la... Gerade aufgestanden, es gießt wie aus Eimern, sowas habe ich noch nie erlebt. We'll be right back.
starker Gewitterregen wie in der ersten Nacht bei Frank ist auch eher selten für die Gegend. Der kleine Fluss bewegt in dieser Nacht tonnenschwere Kieselsteine. Die Maispflanzen hier sind 4 bis 5 Meter hoch, liegt wohl in der Sorte und am Klima. Frank fährt fast täglich nach Villa Rica, um für sein Restaurant frische Lebensmittel einzukaufen. Jedes Mal bringt er den Kindern hier dann eine Tüte Brötchen mit. Die Kleine steht schon immer an der Straße und wartet. Die hört das Auto schon von der Ferne. Frank hat ja einen kleinen Privatzoo mit Tieren, die zugetragen wurden. Na du? Du hast aber große Zähne, hä? Hast du ein bisschen Hunger? Hast du Hunger? Ja, Rudi, das sind die großen Meerschweinchen. Wie kleine Kinder. Ja, du willst ja auch mal was haben, nicht? Ja. In einem so großen Glas, weißt du, so in einem so wahrscheinlich 5 bis 10 Liter Glas hatte ich die und oben drüber Gase.
Und als ich geputzt, das Zimmer in unserer Abwesenheit hat die gute Frau dann gedacht, ja, sie putzt das Zimmer und hat das Glas und alles hat sie erstmal raus ins und da schien die Sonne so schön drauf. Boom. Da hat sie guten und hat auf das Glas hat sie dummerweise Bücher getan und hat dann ja fröhlich geputzt und ist dann erstmal noch die, ich weiß nicht, ihre Stube oder ihre Küche putzen gegangen, bevor sie das Zeug wieder reingestellt hat. Und da sind die guten Raupen natürlich in der paraguayanischen Sonne schon gebraten gewesen. Ja, verrückter. Und das wäre dann ja wahrscheinlich nochmal Schreiteriana gewesen. Habe ich in der Schweiz aber auch gekriegt. Der Italiener. Aus Paraguay. Februar und wieder Regen. Und eins und zwei und eins und zwei und eins und zwei und eins und zwei und ein bisschen Frühsport würde mir auch nicht schaden. Man hört ja im Hintergrund, wie der Regenwald gefällt wird und wir sind hier drüber, die letzten Schwärmer zu füttern. Ja, einer muss es ja machen. Naja, wie hast du? Der gute Herkules,
ein treuer Begleiter und Beschützer auf all unseren Wegen. Lukas ganz entspannt mit einem Rottweiler auf Achse. Unglaublich. Thank you.
Leute. Ja. So eine scheiß Wespe. Ja, du weißt schon, warum du ruhig da sitzt und ein Buch liest. Glaube ich. Lieber Freund, red dich doch einfach an. Genau. Ja, klar. Man muss sich dran gewöhnen. Ja. Auch solche, die du oft da am Boden findest. Mhm, riesige Blätter. Die habe ich, die müsste ich hier, die habe ich da habe ich auch von dem. Da hatte ich nur da auf dem Brett zu essen und da habe ich geteilt. Ich habe viele von dem. Die heißen Pico de Loro. Das ist Pico de Loro. Papageienschauer. So eine Blüte und innen drin ist tatsächlich, wenn du die bewegst, bewegt sich das wie das der untere Teil von dem und riecht sehr schön. Gerade das mit dieser Seite hält. Ja, Spaghetti ist was. Ja, fahr! Kuckuck verspeist für die fixsten Raupen. Thank you.
Entschuldigung, aber das musste jetzt sein. Was das für ein ist, das ist nicht Kuni, ne? Nee, Hellblättriger, das ist ein Kuni, ist der Kleinblättriger. Ja. Aber die Blätter sehen ähnlich aus. Ja. Thank you.
Bier. Das Extremex. Ja, was Flebia Cionconi. Zwei Automedis Pöttgeri. Automedis Sutti, Automedis Piamodes. Automedis Tatiae. Eben dunkel, das heißt, die zum Beispiel die Herbolotika wie die anderen so hier hüpfen drauf. Den Hang hochgehüpft. Ich glaube nie, dass die viel fliegen. Im Flugkäfig ist ja auch nicht abfliegen. Also vielleicht fressen die ja auch an niedrigen Häusern, wenn wir sie, keine Ahnung. Dann ist Handyalarm reingeschmissen. Natürlich von der Seite hochkommt, da müsste man fast sagen, man leuchtet eher auf die Seite. Ja, das ist ziemlich gemein, aber die Äffchen brauchen Proteine. Tja, oder dann halt nur der eine.
so ein Kunstfilm. So, letzter Tag. Leuchtanlage ist aufgebaut. Letzter Tag. Ich glaube, heute wird noch mal richtig schönes Wetter. Und wir haben zu tun mit Packen.